Wenn Katzen zittern, speicheln und krampfen, kann Epilepsie dahinter stecken. Auch wenn diese Erkrankung bei Katzen verhältnismäßig selten auftritt, so ist es doch wichtig zu wissen, Epilepsie kann behandelt werden. Das und mehr ist die Mission von Tierarzt Dr. Dr. Benjamin Berg, der in diesem Interview die wichtigsten Eckdaten und Merkmale rund um Epilepsie bei Katzen erklärt. Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau-Katzen-Podcast. Heute habe ich ein Thema für euch, was wir noch nie im Miau-Katzen-Podcast besprochen haben, denn es geht um Epilepsie. Ich spreche heute mit Dr. Dr. Benjamin Andreas Berg und Benjamin ist Tierarzt und Praxisinhaber von Braincheck.pet, einer tierärztlichen Praxis, spezialisiert eben auf Epilepsie und Anfallserkrankungen bei Hund und Katze. Bei ihm in Mannheim sitzt ein 8-köpfiges Team und das Tolle ist, es ist auch eine telefonische Beratung möglich und zwar Hand in Hand mit dem jeweiligen Haustierarzt. Herzlich willkommen, Benjamin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Du hast ein Thema oder du hast dich auf ein Thema spezialisiert, zu dem ich selbst, Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, noch keine Berührungspunkte hatte. Ich kenne auch tatsächlich niemanden, der ein betroffenes Tier hat oder mit einem betroffenen Tier zusammenlebt. Fangen wir mal vorne an. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich auf Epilepsie und Anfallserkrankungen bei Hund und Katze spezialisiert hast? Also tatsächlich sind es mehrere Faktoren, die mich dazu gebracht haben. Zum einen die eigene Erfahrung mit einem eigenen Hund, der im älteren Alter epileptische Krampfanfälle hatte. Das war so der eine Aspekt. Mhm. Und der andere Aspekt ist tatsächlich, dass Besitzer mich dazu gemacht haben. Also während meinen Studien und meinen wissenschaftlichen Erforschungen zur Epilepsie und zum Ernährungsmanagement bei Epilepsie, war es so, dass die Leute mich immer mehr aufgesucht haben, weil ich mir da sozusagen auch ein Modell ausgedacht oder aufgebaut habe, aus der Humanmedizin übertragen. Und das hat sich rumgesprochen und so kamen immer mehr Besitzer zu mir. Und so wurde meine Sprechstunde in der Praxis, in der ich ursprünglich gearbeitet habe, von einer allgemeinmedizinischen immer mehr zu einer neurologischen und dann zu einer epileptologischen Sprechstunde, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und so wurden dann im Prinzip nur noch Patienten mit Epilepsie vorstellig, Hunde und Katzen, wie managt man das, was macht man im Notfall, wie dokumentiert man das, wie geht man damit um. Mhm. Und und dann war irgendwann der Schritt, wo ich mir dann überlegt habe, okay, meine Sprechstunde ist von morgens bis abends mit Patienten mit Epilepsie voll, dann kann ich mich auch auf dieses Fach komplett spezialisieren und der Bedarf ist da. Also hat sich das sozusagen aus zwei Faktoren entwickelt. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie häufig ist das eigentlich? Also wir sind ja hier im Katzenpodcast, deshalb spreche ich jetzt mal bewusst nur die Katzen an. Kommt Epilepsie bei Katzen häufig vor? Und wie geht es damit eigentlich los? Also es ist prinzipiell so, dass die Prävalenz, also das heißt die Rate, wie oft das bei Katzen vorkommt, nicht wirklich neu bestimmt worden ist. Also die letzten Zahlen sind aus 1994 tatsächlich, also wo man sagt, okay, 0,5% aller Katzen leiden an Epilepsie. Man hat leider heutzutage bei Katzen viel weniger Daten als auch bei Hunden oder generell in der Tiermedizin. Mhm. Das ist leider ein großes Problem, weil wir damit nicht richtig abschätzen können, wie das bei Katzen oder was für eine Relevanz das hat. Ich denke, es gibt da auch eine große Dunkelziffer, weil natürlich Tierärzte auch Patienten mit Epilepsie sehen, aber das wird ja nicht dokumentiert. Neuere Studien geben nur, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeiten an, dass es in einem Alter von 3 bis 6 Jahren 3-mal wahrscheinlicher ist, an Epilepsie zu erkranken bei Katzen, als wenn man älter oder jünger ist. Mhm. Wir haben auch leider keine richtige Kategorisierung, wohin das geht. Wir haben keine Gentests. Das ist leider sehr schwierig, aber man macht es natürlich an dem klinischen Geschehen fest. Was ist denn genau das klinische Geschehen? Was erwartet eine Katze, die Epilepsie hat? Oder was erwartet die Katzenhalter? Woran erkennt man das? Wie fängt denn klassischerweise so eine Geschichte bei einer Katze an?
Also grundsätzlich ist es so, dass das meistens aus dem Nichts entsteht. Also die Besitzer, also es kann aus dem Nichts entstehen, es kann aber auch sein, dass schon erste Anzeichen sind. In der Regel ist es so, dass ein Anfall von jetzt auf nachher stattfindet. Das heißt, es gibt wie einen Kurzschluss im Gehirn. Das Gehirn fehlfunktioniert und gibt dann einen Output. Und dieser Output ist sozusagen der Drückknöpfe, die die Katze normalerweise nicht drücken würde, sondern die würde sie steuern. Das heißt, sie schaut erstmal komisch, dann geht sie in die Seitenlage, dann fängt sie an zu rudern, klappert mit dem Maul, verliert vielleicht Harn und Urin, speichelt ganz stark, ist nicht bei Bewusstsein, und das ist ein großes Kardinalszeichen für solche Anfälle. Mhm. Und und dann geht es wenige Sekunden bis Minuten und dann ist der ganze Spaß vorbei. Dann ist es normalerweise so, dass die Katze sich an nichts erinnern kann und meistens auch danach noch bestimmte Verhaltensweise zeigt, dass sie durch die Wohnung tingelt, dass sie gegen Dinge läuft, dass sie nicht sieht, dass sie nicht riecht, dass sie nicht sich orientieren kann und dann meistens auch einen richtigen Fress- und Trinkflash bekommt. Mhm. Das ist so ein wichtiger Aspekt. Und und wenn es so ist, dass es eine Epilepsie ist, die sich langsam entwickelt, kann das sein, dass das schon mit leichten Zuckungen beginnt. Das heißt jetzt nicht, dass jede Beinbewegung, jedes Zucken bei einer Katze eine Epilepsie andeutet. Aber es gibt zum Beispiel Augenzittern oder Augenzucken oder Beinzucken, was, wenn das häufiger und ohne irgendwelchen Kontext, also ohne Fliege oder sowas, was in der Luft rumfliegt, auftritt, was schon ein Hinweis sein kann, dass da sich was anbahnt. Ist das etwas, was plötzlich im Laufe eines Lebens auftritt, oder ist die Erkrankung grundsätzlich da bei einem Tier? Also ist man Epileptiker oder nicht, oder ist das etwas, was man auch werden kann im Laufe des Lebens? Also man kann es auch werden im Laufe des Lebens, aber dann sind natürlich die Ursachen in der Regel infektiös. Mhm. Zum Beispiel, wie kann ich mir das vorstellen? Also infektiös bedeutet in dem Falle zum Beispiel Toxoplasmose, die Bauchwassersucht, FIP zum Beispiel auch, kann auch eine trockene Form sein, die zu epileptischen Krampfanfällen führen. Oder dann auch natürlich strukturell, das heißt neoplastisch, also tumorös, also eine Erkrankung zum Beispiel von dem Blut, also ein Lymphom, oder von den Hirnhäuten, ein Meningiom nennen wir das. Also strukturell. Es kann natürlich aber auch sein, dass es reaktiv ist. Das heißt, dass eine Katze zum Beispiel aufgrund von einer anderen Stoffwechselerkrankung, also zum Beispiel, dass die Niere nicht mehr richtig funktioniert, dass die Schilddrüse überproduziert, dass die Leber zu viel Fett einlagert. Aufgrund dessen können Stoffwechselveränderungen entstehen, wodurch epileptische Krampfanfälle auftreten. Und da kommen wir auch so ein bisschen zum Knackpunkt. Eine Epilepsie ist so, dass sie prinzipiell ab 2 Anfällen immer behandlungswürdig ist, auch wenn die Ursache noch nicht komplett klar ist, weil man im Prinzip damit dem Gehirn schon frühzeitig zeigen möchte, dass es so bitte nicht zu funktionieren hat, sondern in die richtigen Bahnen verläuft. Also man kann was dagegen tun. Gibt es irgendwelche, ich glaube, Ihr Tierärztin nennt es Kontraindikation für eine Behandlung, also wo man nicht behandeln sollte oder kann? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bei einem epileptischen Krampfanfall, also wenn es einer ist, wir sagen immer, einer ist keiner, aber ab 2 sollte man definitiv darüber diskutieren, direkt mit der Behandlung anzufangen. Kontraindikation oder gegen, also dass man da nicht therapiert, das gibt es in dem Falle so nicht. Mhm. Es ist nur so, dass man da natürlich die Medikation entsprechend auswählt, was die Grunderkrankung ist. Also ich würde zum Beispiel kein Medikament einsetzen, was dann auf die Niere schlägt, wenn zum Beispiel die Niere potenziell eine Rolle spielt oder so. Mhm. Aber prinzipiell gehört eine epileptische Erkrankung immer in die Therapie. Mhm. Wie gefährlich ist denn Epilepsie für eine Katze? Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein gewisses Verletzungsrisiko während des Anfalls per se erstmal gibt, je nachdem, wo es die Katze gerade erwischt. Wahrscheinlich, wenn die gerade auf einem Mäuerchen sitzt oder auf einem Schrank sitzt und da so einen Anfall bekommt, kann sie wahrscheinlich einfach ganz dramatisch auch stürzen und sich schwer verletzen. Was sind denn so typische Risiken bei einem epileptischen Anfall?
Also du sprichst die richtigen Punkte an. Also das eine ist natürlich, dass eine Katze viel kleiner, ich sage immer flummiartig ist. Also ne, die rollt sich so ein, die kann sich mit den Krallen verletzen, die kann von was runterfallen, die kann sich mit den Krallen kratzen, die kann an was dran stoßen. Also das Verletzungsgefahr ist natürlich sehr groß. Und ja, dementsprechend muss man dann auch meistens, also muss man es zumindest im Blick haben oder muss man schauen, dass man gewisse Dinge vielleicht entfernt oder auch den Raum entsprechend gestaltet. Hm. Wie entwickelt sich denn eine Epilepsie? Ist das so, dass man dass die Häufigkeit eines Anfalls im Laufe der Zeit, wenn man jetzt nichts dagegen tut, ansteigen wird? Oder ist das sehr, sehr unterschiedlich, je nach Tier? Nee, also prinzipiell ist es so, dass wir aus den Studien wissen, dass wenn man eine Epilepsie nicht behandelt, dass automatisch die Anfallsfrequenz ansteigen wird, weil jeder Anfall sozusagen gewisse Schäden im Gehirn macht, also sozusagen die Nervenzellen absterben lässt und damit auch entsprechende Narben hinterlässt und das wiederum neue Anfälle bahnt. Das heißt, wenn man Epilepsie nicht behandelt, wird es automatisch in der Regel immer schlimmer. Es gibt auch Epilepsieformen seltenerweise, wo es von jetzt auf nachher aufhört, wo wir nicht wissen, warum es so ist. Also wir sind da einfach wissenschaftlich nicht weit genug. Aber prinzipiell ist es so, dass wenn man die Epilepsie unbehandelt lässt, die sich im Prinzip auch so weiterentwickelt, dass sich die Katze komplett von ihrem Wesen, von ihren geistigen Fähigkeiten, von ihrem Verhalten her komplett weiterentwickelt in Richtung, ich sage immer, eine leere Hülle, die bei mir auf dem Tisch steht, weil einfach das Gehirn entsprechend solche Schäden genommen hat, dass es das nicht kompensieren kann. Das klingt dramatisch und ich muss da sofort an Alzheimer bei Menschen denken, weil du so leere Hülle sagst. Also das habe ich persönlich schon mal erlebt in der Familie. Kann man das vergleichen? Ist das so ein ähnlicher Zustand, wenn einfach nur noch der Körper da ist und ich sag mal, das Herz schlägt noch, die Atmung ist noch da, aber das Wesen an sich ist irgendwie nicht mehr richtig da? Ja, genau. Tatsächlich ist das ein guter Vergleich. Also es gibt ja auch das feline Demenz-Syndrom. Und das geht auch alles in die Richtung, dass dann zum Beispiel auch Probleme mit Harnabsatz, Kotabsatz, also wo sie hinpinkeln, wo sie hinkoten, dass sie das vergessen, also Sauberkeit, aber auch, dass dann zum Beispiel auch kindliche Verhaltensweisen wieder auftreten, also dass dann eine sehr alte Katze plötzlich anfängt, übermäßig zu spielen und zu erkunden und also dieses Alzheimer-vergleichbare Verhalten auftritt, das ist bei Hunden auf jeden Fall nachgewiesen. Also das wissen wir. Bei Katzen ist es natürlich nicht untersucht, aber es ist genau das gleiche Bild. Aber genau das ist das, was du beschreibst. Also diese Symptome gehen genau in die Richtung. Gibt es denn bei Katzen irgendwelche Situationen oder irgendwelche Vorerkrankungen, wo man sagen könnte, dass sie Epilepsie fördern? Gibt es da irgendetwas, worauf man achten sollte? Also grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass man Katzen oder jede Katze, egal ob Haus oder Hauskatze oder Freigänger, dass man die immer auf die sogenannten F-Krankheiten testen lässt. Also FIP, FIF und FLV, also Katzenseuche, Katzenleukose und entsprechend auch Katzenbauchwassersucht. Diese Sachen müssen immer getestet sein. Das würde ich bei jeder Katze prinzipiell machen, damit man weiß, womit man damit zu tun hat, weil alle diese Erkrankungen auch in einem Zusammenhang stehen können. Und prinzipiell ist es auch so, dass Toxoplasmose eine große Rolle spielt bei den Katzen. Das ist was man auch über einen Bluttest zumindest untersuchen kann. Zumindest, ob da eine gewisse Reaktivität ist. Also das sind Dinge, die sind wichtig, die kann man machen, aber ansonsten gibt es leider keine, sagen wir mal, Genom- oder Genscreening oder sowas, da kann man sich nicht vor schützen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man sitzt da als Katzenhalter vielleicht auf der Terrasse oder sogar mit der Katze auf dem Schoß und es erwischt die Katze plötzlich, was macht man denn da? Also ich kann mir vorstellen, als Halter ist man erstmal extrem geschockt und überfordert, weil man die Situation erstmal nicht erwartet hat und keinerlei Erfahrung damit hat. Wie verhält man sich denn in so einer Situation? Was wäre da deine Empfehlung? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir nicht ausschalten können. Das könnte ich auch nicht als Tierarzt, die emotionale Komponente. Ja. Also dass man erstmal irgendwie versucht durchzuatmen und die Situation zu bewerten und dann zu handeln. Prinzipiell ist es so, dass man sich auch schützen muss. Also man sollte nicht in Richtung Mund oder Krallen gegengehen.
wo Katzen auch wirklich gefährliche Bakterien übertragen können. Man muss aufpassen, dass man sich da nicht kratzen und beißen lässt. Dicke Handschuhe sind immer sinnvoll, wenn man die griffbereit hat, dass man die Katze zumindest von spitzen Gegenständen oder etwas fernhalten kann. Mhm. In der Situation, wenn es das erste Mal passiert, kann man meistens nicht viel machen, außer dass man halt wirklich die Situation beobachtet und möglichst schnell vielleicht sogar auch ein Handy nimmt und ein Video aufnimmt. Also Videoaufnahmen sind für uns eine sehr große Richtungsweiser oder Richtungsgeber. Mhm. Und wenn die Epilepsie diagnostiziert ist, dann muss der Tierarzt Notfallmanagement ansetzen. Das heißt, sogenannte Diazepam-Tuben oder Rektaltuben, die man einführt mit einem Beruhigungsmittel, wodurch dann oder einem krampfenden Mittel, wodurch dann die Katze sich aus dem Krampf entlöst. Mhm. Gibt es denn ein Alter, wo du sagst, da ist die Prognose schlecht? Gibt es irgendwelche Folgeschäden im Kontext mit anderen Vorerkrankungen vielleicht auch? Oder ist das wirklich eine Erkrankung, die vollkommen losgelöst ist von allen anderen? Nein, es ist nicht losgelöst. Also sie kann natürlich im Zusammenhang entstehen. Aber so ab einem Alter von 6 oder ist es wahrscheinlicher, dass es zum Beispiel strukturelle Ursachen gibt. Und unter einem Alter von 3 Jahren ist es meistens eher was metabolisch, also was Stoffwechselbedingtes. Aber das kann man leider einfach studientechnisch nicht wirklich festmachen. Hm. Jetzt bist du als Experte auf diesem Gebiet mit deiner Tierarztpraxis als Ansprechpartner in Mannheim vor Ort. Ich habe es gerade in der Einleitung auch schon kurz erwähnt, dass ihr ein 8-köpfiges Team vor Ort seid und dass ihr auch eine telefonische Beratung ermöglicht, was ich ganz, ganz toll finde, weil man muss ja ganz klar sagen, es wird ja nicht an jeder Ecke in jedem Ort in Deutschland oder auch in anderen Ländern ein Experte oder eine Expertin vor Ort sein. Und eine telefonische Beratung ist schon mal sehr beruhigend. Wie wäre der Ablauf? Ich könnte dann oder ich würde mit meinem Tier natürlich erstmal zu meinem Haustierarzt oder zu meiner Haustierärztin gehen und sagen, was passiert ist und erklären, wie kann denn dann der weitere Ablauf aussehen? Was kann man da überhaupt tun? Also grundsätzlich ist es so, dass meistens die Haustierärzte natürlich nicht unbedingt die Zeit haben, die Aufklärung zu leisten. Mhm. Das ist eine unserer großen Missionsfaktoren. Also dass wir auch am Telefon, wenn wir jetzt konsultiert werden, über Anmeldebogen und allem, was dazu gehört, mit Vorbefunden und Anamnese, dass wir dann erstmal auf die Grundaspekte eingehen. Also wie gehe ich in Notfall um, speziell auch dosistechnisch auch für das Tier, für die Katze an sich. Wie gehe ich mit der Situation auch persönlich um? Also wir sind auch ganz oft natürlich so ein bisschen Seelsorge, wo wir natürlich so ein bisschen beraten. Und es ist auch eine sehr schwierige Situation. Und grundsätzlich ist es aber so, dass wir dann die ganze Anamnese aufnehmen, das heißt die Vorgeschichte von der kompletten Epilepsie, wie hat sich das entwickelt, wo stehen wir gerade, was für Medikamente haben wir eingesetzt. Und dann können wir zum Beispiel als Tierärzte dann Vorschläge an den Haustierarzt geben, also Therapieempfehlungen, die dann anhand der Untersuchung, die der Tierarzt dort vor Ort gemacht hat, umgesetzt werden können oder halt auch nicht. Und dann müssen wir sozusagen versuchen, einen Weg zu finden, wie können wir das Epilepsie-Management besser machen, was können wir optimieren, in Zusammenarbeit, in Hand mit dem Haustierarzt. In dem Programm der Fachmesse Deutsche Vet oder Fachkongress ist es ja eben auch zugleich, habe ich 3 Vorträge von dir entdeckt im Programm. Und da anderem geht es da auch um Futter. Also das heißt, es hat scheinbar, wenn ich das jetzt mal so lese, auch die Fütterung, die Ernährung einen Einfluss auf das Epilepsie-Management, wie du das so schön im Titel beschrieben hast. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also bei unseren Katzen ist es ja sowieso speziell, weil wir immer gucken müssen, was kriegen wir an Futter und an Ergänzungsfuttermitteln überhaupt in unsere Katzen rein. Aber was kann man denn da machen, um da mal so einen Eindruck von zu bekommen? Also grundsätzlich ist das, was das große Problem ist, die Akzeptanz, also das, was du gerade angesprochen hast, den Tieren was anzubieten und dass sie es auch wirklich nehmen. Katzen sind da sehr speziell, Katzen sind da sehr deliziös und wollen da auch wirklich nur was Bestimmtes haben. Also grundsätzlich ist es so, was man machen kann bei der Fütterung, es gibt Übertragungsformen aus der Hundemedizin, wo man mittelkettige Fettsäuren einsetzt. Da gibt es mittlerweile sogar Pulverformen, die kann man schön unter das Futter mischen. Mhm. Damit arbeitet man und die Theorie dahinter ist, dass mittelkettige Fettsäuren, die
die Katze so prinzipiell nicht in ihrer Fütterung hat, antiepileptische Effekte tatsächlich aufs Gehirn hat. Und zwar in dem Moment, in dem es bestimmte Stoffwechselveränderungen im Gehirn macht, also wie Energie gewonnen wird. Also es ist sozusagen eine leicht verfügbare Energiequelle für ein Gehirn, was Schäden genommen hat, unabhängig von Zuckerverwendung. Mhm. Es ist so, wir wissen, dass wenn ein epileptisches Gehirn Schäden genommen hat, dass es nicht mehr richtig Zucker verwerten kann oder Probleme damit hat. Und diese mittelkettigen Fettsäuren, diese MCTs, können dann sozusagen als Alternative benutzt werden, ohne dass der Zucker da eine Rolle spielt. Das ist eines, was ausgeglichen wird. Aber auch zum Beispiel Gleichgewichte von Nervenbotenstoffen, also Glutamat und GABA, also dem Negativen und dem Plus, also Plus und Minus. Das sind so die Theorien dahinter. Wissen tun wir es noch nicht komplett. Wir wissen nur, dass es auf jeden Fall einen Effekt hat. Prinzipiell ist es so, dass wir keine wissenschaftlichen Studien bei Katzen haben. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man natürlich darauf guckt, wie die Fütterung aussieht. Mhm. Also dass man zum Beispiel die Fütterung so konzipiert, dass sie auf jeden Fall B-Vitamin überflussreich ist, also um das Gehirn zu geschützen und zur Regeneration anzutreiben, aber auch Antioxidantien angereichert, also was dann sozusagen Radikale, also Probleme oder Moleküle, die sozusagen epileptische Krampfanfälle auslösen können, weil sie das Plus und Minus verschieben, abfangen oder auch entsprechend die Fütterung so zu gestalten, dass sie auf jeden Fall bedarfsgerecht ist. Das ist immer ganz wichtig. Also eine Katze muss natürlich auch entsprechend optimal versorgt sein. Mhm. Also es ist immer so, ich sage immer, die Basissanierung ist immer zu schauen, okay, wie sieht die Ration aus? Ist alles da, was sie braucht? Und dann kann man sozusagen therapeutisch auftoppen, also die Sachen zuführen und erhöhen, die bedeutsam sind für den Gehirnstoffwechsel. Mhm. Das heißt, das Ziel der Behandlung ist sicherlich erstmal, die Anzahl der Anfälle zu reduzieren. Kann man die auch ganz wegkriegen durch die Behandlung, durch die Therapie? Richtig. Also der goldene Gral ist natürlich die Anfallsfreiheit. Prinzipiell ist es aber so, dass die Anfallskontrolle prinzipiell das Ziel, also das Wichtige ist. Das ist das therapeutische Ziel. Anfallskontrolle bedeutet zum Beispiel, wenn die Katze jetzt innerhalb eines Monats 4 Anfälle hat, dass man dann durch die Therapie erreicht, dass man auf 50% Reduktion kommt, also nur noch 2 pro Monat und weiter. Also das Ziel ist in der Regel, 1 Anfall in 3 Monaten zu erreichen. Das ist schon ein großes, gutes Ziel. Und wenn man natürlich schafft, das noch weiter zu erreichen, ist es natürlich umso besser. Hm. Ich nehme mal an, eine Chance oder eine Aussicht auf Heilung gibt es wahrscheinlich nicht. Oder wie sieht es damit aus? Das kommt immer auf die Ursache der Epilepsie an. Also es ist so, dass es mittlerweile tatsächlich auch im Ausland, also hier in Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht gemacht worden. Aber wenn zum Beispiel so eine Meningiom, also eine Zubildung von den Hirnhäuten in Richtung Tumor im Gehirn sitzt, kann man den entfernen. Dann kann eine Katze auch, was das betrifft, wieder komplett anfallsfrei werden. Wow. Aber in der Regel ist es so, ja, das geht tatsächlich. Also es ist eine coole Sache. Aber es ist natürlich was natürlich auch rein ethisch betrachtet diskutiert werden muss. Ne? Also kann nicht der Katze sowas zumuten. Es ist eine Hirn-OP, das darf man nicht vergessen. Ja. Dann aber auch diese Aspekte mit FIP. Also es gibt ja mittlerweile schon neue Behandlungsmethoden, die jetzt gerade im Moment total gehypt und auch groß und vielversprechend sind. Mhm. Also grundsätzlich gibt es schon Ansätze. Die Frage ist, welche Ursache hat die Epilepsie? Kann ich die Ursache greifen? Und wie kann ich sie behandeln? Und das ist meistens sehr schwierig. Deswegen sollte man sich da meistens von so ein bisschen distanzieren, weil man da sich falsche Hoffnungen macht und sich vielleicht lieber darauf konzentrieren, dass die Lebensqualität optimal ist und so gut und so bestmöglichst die Anfallskontrolle optimiert ist. Ist das denn so, dass die Epilepsie auch Einfluss auf die Lebenserwartung einer Katze hat? Jetzt mal von tragischen Unfällen, die dadurch verursacht werden können, mal abgesehen. Definitiv. Also es gibt jetzt keine Studien dazu, aber es ist so, dass damit ein viel größeres Risiko des akuten Versterbens besteht, einfach durch auch Verletzung. Oder wenn der Anfall zum Beispiel in eine Dauerschleife kommt, das nennen wir den sogenannten Status Epilepticus, dann ist es so, dass praktisch das Gehirn einen Anfall nach dem anderen macht, also
abstürzt, hochfährt wie so ein PC, ja, und diese Dauerschleife nicht unterbrochen werden kann. Und wenn das über 5 Minuten reicht, sprechen wir dann von einem Status Epilepticus. Und wenn dann die Schäden sozusagen so stark sind, dass sich das Gehirn praktisch selbst kocht, weil die Temperatur dann noch ansteigt durch die Muskelbewegungen, also wie frittiert, dann ist es so, dass einfach damit natürlich einfach das Lebensende bestimmt ist. Das heißt auch hier, wie in allen Fällen eigentlich, wenn man den Verdacht hat oder wenn es in die Richtung geht, nicht einfach die Augen verschließen und den Kopf in den Sand stecken, sondern dann schnell zum Tierarzt, zur Tierärztin fahren und versuchen, das schnellstmöglich abklären zu lassen, um die Epilepsie auch behandeln zu lassen, damit es möglichst gar nicht erst zu so einem Zustand kommt. Richtig. Also die Grundbasis von allem ist definitiv die tierärztliche Abklärung. Also du sprichst ja was an, was ganz wichtig ist. Selbst bei einem Anfall ist es so, dass viele Tierärzte sagen, ja, ein Anfall ist ja kein Anfall. Da muss man nicht viel machen. Das ist doch alles halb so wild. Das ist eine alte Einstellung, die ist heute nicht mehr so. Selbst bei einem Anfall sollte man gute Abklärung machen. Das heißt, klassisch diagnostisch aufarbeiten. Das weiß aber auch dann der Tierarzt normalerweise oder er konsultiert uns, wodurch wir dann Empfehlungen abgeben, sodass man wirklich auch von Anfang an direkt greifen kann. Vielleicht ist es doch eine Ursache, die man behandeln kann. Also Toxoplasmose zum Beispiel kann man mit Antibiose behandeln. Mhm. Oder es gibt Möglichkeiten. Ja. Aber das ist halt nur, wenn man und das sind in der Regel alle Katzen besitzt. Ich habe noch keinen anderen erlebt, die das wahrnehmen, und dann geht man zum Tierarzt und dann greift man das an. Jetzt nochmal zum Abschluss für uns Katzenhalter. Woran erkennt man einen epileptischen Anfall bei einer Katze? Also ich habe so ein dramatisches Bild im Kopf. Ich habe mal bei einem Menschen einen epileptischen Anfall miterlebt, der in Anführungsstrichen Gott sei Dank schon wusste, dass er Epileptiker ist und auch schon so einen Schutzhelm auf hatte. Aber bei einem Tier habe ich es noch nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich aussieht, aber du sagtest ja, es gibt verschiedene Abstufungen. Ab wann kann ich denn als Halter davon ausgehen, dass meine Katze einen epileptischen Anfall hatte? Wie sieht das aus? Also wo ist der Moment, wo du sagen würdest, so rein optisch, weil mehr kann man ja wahrscheinlich im Nachgang gar nicht mehr abklären, wenn man zum Beispiel ein Video hat, woran machst du einen epileptischen Anfall bei einer Katze aus? Also es gibt 3 sogenannte Kardinalszeichen, nennen wir das, also Leitzeichen, womit man definitiv einen epileptischen Krampfanfall oder womit man das absetzt. Das heißt, das erste ist Bewusstseinsverlust, also dass die Katze im Prinzip nicht mehr reagiert, nicht bei Bewusstsein ist oder zumindest definitiv stark eingeschränkt. Ja. Dann Symptome vom sogenannten vegetativen Nervensystem, das heißt, das, was, also so wie wir hier sitzen und reden, ist ja trotzdem im Hintergrund, der Darm arbeitet, die Atmung, es wird Harn produziert, es wird Kot produziert, der Speichel läuft, dass diese Sachen überreagieren. Das heißt, wir haben einen Harnabsatz, wir haben einen Kotabsatz und besonders die Speichelung ist da ganz stark. Mhm. Die Verkrampfung ist natürlich in Seitenlage, ist das, was wir in der Regel sehen. Es muss aber gar nicht unbedingt der Fall sein. Also es gibt auch Tiere, die liegen ganz ruhig da und fangen plötzlich an zu sabbern, sind nicht mehr ansprechbar und sind trotzdem in einem Anfall drin. Und das dritte ist die sogenannte, ich sage immer Reboot-Phase oder postiktale Phase nennen wir das. Also dass nach dem Anfall ein bestimmter Ablauf funktioniert, der sehr untypisch ist, oder so bestimmte Zwangshandlungen, also dass die Katze durch die Gegend läuft in einer bestimmten Richtung, dass sie dringend frisst im Übermaß, dass sie vielleicht auch total erschöpft ist und atmet und hechelt und drangwandert, nennen wir das. Und wenn diese 3 Sachen zusammenkämen, dann ist es auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich, dass da ein epileptischer Krampfanfall ist. Mhm. Aber natürlich, das muss man auch dazu sagen, es gibt immer, Achtung, Falle, es gibt Verhaltensweisen auch bei Katzen, die können dieses Verhalten in eine falsche Richtung leiten. Und das ist ja auch ein großes Problem für uns Tierärzte. Wann ist ein Krampfanfall oder wenn der Besitzer sagt, meine Katze hat gekrampft, ist die Frage, ist es wirklich ein epileptischer Krampfanfall oder ist es ein Krampf auch durch andere Ursachen? Also Katzen können natürlich auch Rückenprobleme haben, die können Bauchschmerzen haben, die können Spondylosen, also Überbauungen von den Wirbelkörpern haben. Die können aber auch genauso zum Beispiel das sogenannte Östrusverhalten, also wenn die Katze rollig ist und sich fortpflanzen möchten, auch dieses Verhalten kann sehr irritierend sein, wo der Besitzer überhaupt nicht weiß, wenn er das erste Mal sieht, warum macht die das denn überhaupt? Ja. Also da ist es ganz wichtig, auf diese Sachen zu achten
und die dem Tierarzt klar zu kommunizieren, wenn es geht, zu dokumentieren. Ja, also wir haben ja alle heutzutage Gott sei Dank ein Smartphone in der Tasche, also die meisten von uns mit einer tollen Videofunktion. Das ist was, was ich auch immer wieder gerne empfehle, rund um alles, was die Katze betrifft, egal was einem komisch vorkommt. Es kann nicht schaden, mal schnell das Handy zu zücken und etwas aufzunehmen, ob das jetzt ein komisches Miauen ist oder ein komisches Fressverhalten ist. Also alles, wo wir Katzenhalter uns fragen, ist das nun normal oder nicht, im Zweifelsfall mal eben schnell ein Video davon machen, wenn man die Möglichkeit hat und dem Tierarzt oder der Tierärztin zeigen, dann hat man zumindest schon mal etwas, was man zeigen kann. Es klappt nicht immer, gelingt auch mir nicht in allen Situationen, aber meistens funktioniert es und ist dann sehr beruhigend, wenn man dann was hat, was man noch zu der Beschreibung, die man dann hinzufügen kann, dem Experten oder der Expertin zeigen kann. Mir ist gerade noch was eingefallen, Vergiftungen haben ja auch unter Umständen so Effekte wie Speicheln und Zittern. Das könnte ja auch so etwas sein, was man nicht vergessen darf, dass man vielleicht denkt, oh je, okay, es ist jetzt ein epileptischer Anfall, aber vielleicht ist es auch eine akute Vergiftung durch was auch immer. Also muss man wirklich ganz gründlich abklären, was denn passiert ist, was vielleicht auch gerade in der Situation passiert ist oder an dem Tag passiert ist, damit man da nicht in die falsche Richtung losläuft. Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Also gerade auch Vergiftung ist natürlich ein großes Thema bei Katzen, gerade auch was Rattengift betrifft. Dementsprechend ganz wichtig, auch was das betrifft, immer zu erwähnen, ist die Katze Freigänger, ist sie Hauskatze, wie sind die Haltungsformen, was für Gefahren sind da. Aber auch eine Hauskatze untersteht Gefahren. Also ich hatte schon eine Katze, die hat sich tatsächlich oder ist durch Waschmittel gelaufen und hat angefangen zu sabbern, weil sie sich dann entsprechend abgeschleckt hat. Mhm. Also das sind Dinge, an die muss man denken und die muss man gut aufarbeiten. Und da sind wir als Tierärzte, ich sage immer, wir sind ein Team. Also das ist nicht mehr so, dass der Tierarzt sagt, sie machen das jetzt und so wird gemacht, sondern die Tierärzte sind ein zusätzliches Hilfsmittel, aber der Tierbesitzer ist ja direkt bei seinem Tier, der kennt sein Tier, der kennt die Verhaltensweisen. Und die muss er deuten, die muss er sagen, die muss er kommunizieren, auch in der Behandlung. Mhm. Also ich bin da immer ganz, ganz offen und sage dann auch dem Besitzer, wenn sie merken, dass ihr Tier entsprechend reagiert, also das sieht man ja schon an den Ohren, an wie die Ohren stehen, wie sie guckt. Man kennt ja seine Tiere, ist ja bei mir genauso, dass man dann reagiert und das Sprachrohr seines Haustieres wird. Das ist ein schöner Satz. Das Sprachrohr müssen wir sein. Zum Ende dieser Podcast-Folge hast du noch eine Botschaft, etwas, eine Message, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wenn es um dein Thema Epilepsie geht? Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man das Sprachrohr seiner Katze wird, dass man sie versteht, dass man auf die Kleinigkeiten achtet. Hm. Und wenn man das Gefühl hat, dass das in Richtung eines Krampfes geht, dass man lieber einmal mehr zum Tierarzt geht als einmal zu wenig. Hm. Alter ist niemals eine Entschuldigung, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Alter wird immer sehr gerne oder wird schnell vorgeschoben, die Katze ist ja alt. Ja. Ist kein Grund. Eine Katze kann ohne Probleme 20 Jahre alt werden, wenn sie das möchte. Und Vorsorge ist wichtig, regelmäßige Kontrollen, regelmäßige Untersuchungen, vielleicht einmal im Jahr eine Vorstellung, Blutuntersuchung und anhand dessen sicher zu sein, dass die Katze immer versorgt ist und alle grundsätzlichen Abklärungen, Impfungen, Infektionskrankheiten, dass die alle auf dem aktuellen Stand sind. Da sprichst du mir aus der Seele. Ich danke dir sehr für dieses unfassbar interessante Interview. Ich muss das auch erstmal alles so sacken lassen, weil du so viele Dinge auch erzählt hast, die ich vorher so noch gar nicht gehört habe. Wie gesagt, Gott sei Dank, ich reiß mich nicht drum, da Erfahrung zu sammeln. Aber es ist ja wirklich wichtig, dass man Augen und Ohren offen hält und so ein paar Sachen weiß, um sein Haustier, um seine Katze bestmöglich zu versorgen. Vielen lieben Dank, Benjamin, für deine Zeit. Und ich hoffe, wir hören bald mal wieder was von dir. Danke dir. Ich freue mich. Ja, alle Informationen zu dieser Podcast-Folge und auch die Links, um mit Benjamin oder mit Benjamins Praxis Kontakt aufzunehmen, stecke ich euch wie immer in die Shownotes. Ihr findet alle Infos unter www.katzen-podcast.de. Und wenn ihr mehr Informationen rund um das Wohl eurer Katze braucht, dann meldet euch doch einfach im Pet-Kompetenz-Club an. Das ist kostenlos. Ihr braucht euch einfach nur mit der E-Mail-Adresse registrieren unter www.katzen-podcast.de/club. Das war's für heute. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss.
Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus.